Wir möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms. Nee, Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ui, Gebühren für die Künstler. Mann, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal! So Open Source. Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Denn vor der GEMA, vor der GVL, der GZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans? Hart ist das Ziel, nach dem sie streben. Hart ist, dass sie Dreck auf alle geht. Hart ist nicht der starke Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Geblut zerbricht. Wenn Rocker ihre Plattform verliert. Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verliert. Ist jeder einzelne Track, der geopfert wird, so geht man und geht man. Wir gehen in die Charts, wir gehen in Herzen. Ein Blick auf die Charts bereitet mir noch Schmerzen. Popstars, Wanted Wonder Images. Kein Wunder, wenn Außenstadt Talentbedingung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten. Wir verlangen für den Schrott zu viel Moneten. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch über den Laden stehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Boris! Ich geb euch Feuer! Ist nicht gelogen, Bro. Es gibt auch ohne GEMA sowieso. Gib jetzt mal Gas mit Gemini NC und ein dickes Fuck an die Industrie. Es ist sowieso lieber, mit einer Banker zu bleiben, dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten, geteilte Meinungen, Rules und Style zu feilen, fette Mucke zu machen und mit allen zu teilen. Ob Original oder Imitat, 6000 Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist das? Es steht doch schon im Internet, wir hören mit Was ist Feuer? Wenn Musik an den Geblüter bricht. Was ist Feuer? Wenn Luca ihre Plattform verliert. Was ist Feuer? Das Schicksal derer, die im nächsten